Hi! Letzte Nacht wurde der Pokédex zu Pokémon Karmesin und Purpur teilweise geleakt, ja? Es geht nämlich ein Bild rum, welches alle Pokémon zeigt, die in Generation 9 zurückkehren werden, ja? Und dieses Bild sorgt für ein paar Überraschungen und ein bisschen Diskussionsbedarf, ja? Deswegen, ohne groß und heißen Brei herumzureden, Spoilerwarnung an diejenigen, die nicht gespoilert werden möchten. Schaltet jetzt bitte das Video ab, weil wir gehen direkt rein, Mann. So, hier seht ihr das Bild. Dieses Bild zeigt, wie bereits gesagt, alle Pokémon, die zurückkehren werden. Quelle packe ich euch in die Videobeschreibung, falls ihr selbst Detektivarbeit betreiben möchtet. Ansonsten schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ja, chronologisch von oben nach unten, Generation 1 bis 8. Und die letzte Reihe sind die Pokémon, die nur über Pokémon Home transferiert werden können. Ansonsten ist immer nur die Endentwicklung auf den Bildern zu sehen. Das heißt, dass die gesamte Entwicklungsfamilie drin sein wird. Zum Beispiel ist hier in der ersten Reihe Hytyra drin. Ne, Hytyra ist ja die Entwicklung von Chanera. Chanera ist Generation 1, deswegen ist hier Hytyra. Ne? Selbiges auch mit Xerox. Ihr wisst, wie ich es meine. Ich denke, es ist überflüssig, jedes Mond einzeln aufzuzählen. Wir schauen uns lieber die nennenswerten Fakten an. Ja? Fangen wir mit den Startern an. Ihr seht hier keinen einzigen Starter. Der erste Starter, den wir sehen, ist hier ganz unten Glurak. Aber wo ist Turtok und wo ist Bisasflor? Wenn ich es richtig verstanden habe, und ich bin der Meinung, ich habe es richtig verstanden, ist Glurak das einzige Kanto-Starter-Pokémon, welches im Spiel sein wird für den Anfang. Ja, kann sich ja in Zukunft ändern durch Pokémon Home Updates oder DLCs. Aber anfangs wird nur Glurak spielbar sein von den Kanto-Startern. Sprich, kein Turtok, kein Bisasflor zum Start des Spiels, beziehungsweise wenn das erste Pokémon Home Update rauskommt. Keine Ahnung, warum die das so machen. I mean, Glurak wird doch... Glurak verstehe ich, weil das Mon wird eh seit Jahren ausgeschlachtet von The Pokémon Company. Aber dass sie einfach Turtok und Bisasflor weghauen, finde ich schon frech. Ja, sehr, sehr frech. Ansonsten, die Generation 6 Starter, Brigaron, Phanexis, Pajutsu feiern ihr Comeback. Klar, auch nur transferierbar durch Pokémon Home, aber sie kommen zurück. Was cool ist, Pajutsu... Geiles Mon, auf den freue ich mich. Und die Hisui-Starter kommen ebenfalls zurück, samt Normalform. Ja, sprich Tonopto hier plus Hisui-Tonopto. Atmurai mit Hisui-Atmurai und hier Silvaro und Hisui-Silvaro. Ja, die kommen ebenfalls zurück. Ansonsten wird kein weiterer Starter für den Anfang verfügbar sein. Ja, erst durch... Wie bereits gesagt, zukünftige Updates oder DLCs. Was gibt's noch so zu nennen? Die Grafik, dieser Leak ist nicht zu 100% korrekt. Ja, es könnte sich noch der ein oder andere Flüchtigkeitsfehler eingeschlichen haben. Zum Beispiel hat der Ersteller dieses Leaks, nicht des Leaks, aber dieser Grafik gesagt, Urgel kannst du auch austauschen durch Barakifa. Weil der Ursprung von diesem Leak, ist vielleicht auch wichtig zu wissen, ist dieser Post hier von Riddler Q, ja. Der hat auf Twitter hier dieses Bild gepostet und diverse Füchse haben halt versucht, dieses Bild so scharf wie möglich zu machen und, ey, wie sieht man das ja gerade? Genau, es wurde versucht, das Bild so scharf wie möglich zu machen und dann, ja, kristallisierte sich halt dieser Leak heraus. Ferner hat der Riddler Q dieses Bild gesehen und ebenfalls bestätigt, ey, das meiste stimmt und nur ein paar kleine Fehler. Ja, deswegen mit Vorsicht zu genießen, dieser Leak. Selbstverständlich kommen auch die Pokémon zurück, die nicht in dieser Grafik sind. Beispielsweise, hier seht ihr ja, dass die Hisui-Pokémon ebenfalls spielbar sind in Pokémon Karmesin und Purpur, aber auf dieser Grafik fehlt Hisui Zoroark und Hisui Zoroark. Die beiden Monster haben wir ja schon in Trailern gesehen, sprich, auf die können wir uns trotzdem freuen. Hatten halt keinen Platz in dieser Grafik, ne? Deswegen kann sein, dass so ein Pokémon mit dem anderen ausgetauscht werden muss. Ne? Oder hier zum Beispiel Ampyra ist auch drin.
hatte der Ersteller der Grafik aber auch keinen Platz in der Grafik. Deswegen, wie bereits gesagt, mit Vorsicht genießen. Aber das meiste stimmt halt, ne? Damit ihr euch ungefähr ein Bild machen könnt, mit welchen Pokémon könnt ihr rechnen und mit welchen nicht. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles Nennenswerte durch. Ja, ab jetzt wäre es halt wirklich nur noch so trockene Aufzählung. Zum Beispiel, oh cool, Slimog ist zurück, Flog ist zurück, Nerfisch ist zurück. Ich denke, das Nennenswerte haben wir jetzt alles besprochen. Reihe 1 bis Reihe 8, die Pokémon sind alle zum Start des Spiels verfügbar. Letzte Reihe erst mit dem ersten Update von Pokémon Home. Da bekommen wir zum Beispiel die Kanto-Vögel oder Sinnoh-Trio. Die Jins kommen zurück. Meluetta. Ich glaube, Meluetta hat auch... War Meluetta drin in Schwert und Schild? Ich glaube nicht. Ja. Und die Kandidaten eh halt, ne? Judy! Dann soll es das gewesen sein. Ich glaube, das Video hat euch gefallen. Noch ein bisschen weitergeholfen. Lasst gerne einen Daumen oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr zukünftig keine News mehr verpassen möchte zu Pokémon Kamen und Purpur. Wenn das Spiel rauskommt, gehen wir voll rein mit Tutorials, Glitches. Ja, ne, ihr wisst Bescheid. Wie bei Schwert und Schild wird erneut angegriffen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage, haut darin. Kuff rein.